Sehr verehrtes Präsidium, sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Staatsministerin Aigner. In einer großen bayerischen Zeitung steht in der Montagsausgabe in Bezug auf Digitalisierung: Wir wollen den Abstand zur Weltspitze schließen. In Bezug auf Unternehmensgründungen werden Sie zitiert mit der Aussage: Wir müssen die Gründertätigkeit voranbringen. Jetzt stellen wir uns als Freie Wähler die Frage: Wenn Sie sich diese beiden Fragen stellen, dann hinkt wohl Bayern, das ist die Schlussfolgerung daraus, in der Digitalisierung hinterher. Sie schreiben dann weiter, dass es um die großen Zentren geht. Es geht um Silicon Valley, um Tel Aviv. Es geht um Wagniskapital in Ihren Aussagen. Leider, Sie brauchen gar nicht bis Tel Aviv oder bis in Silicon Valley gucken. Sie müssen nur nach Berlin gucken, denn da ist man in Bezug auf Wagniskapital uns in Bayern meilenweit voraus. Liebe Damen und Herren, es erscheint uns als Freie Wähler schon ein bisschen so, nach der Regierungserklärung des Heimatministers Söder dürfen Sie jetzt als Wirtschaftsministerin hier eine Regierungserklärung zur Digitalisierung geben. Und wir werden den Verdacht nicht los, dass es eigentlich darum geht, als Bewerbungsrede um die Nachfolge des bayerischen Ministerpräsidenten. Und wir diesen Machtkampf hier im Bayerischen Landtag erleben dürfen. Positiv, liebe Kolleginnen und Kollegen, wollen wir Ihnen anrechnen, dass Sie das Thema aufgreifen und dass Sie, anders als Erwin Huber in seiner letzten Rede hier am Rednerpult, die McKinsey-Studie als völlig falsch beurteilt, Sie diese Folgerungen, vielleicht doch einige Folgerungen aus der McKinsey-Studie aufgenommen haben und Bayern doch ein Stück weit das Gefahr läuft, in der Old Economy zu verharren. Wir haben momentan eine sehr starke Prägung in der Automobilbranche und es stellt sich zu Recht die Frage, ob in Zukunft mit unseren Spitzenherstellern die Zukunft des Automobilbaus so weitergehen wird, ob nicht Branchen aus der Digitalisierung, Branchen aus der Mobilkommunikation, die Hersteller der Zukunft in der Mobilität sind. Von daher sehen wir es für richtig an, dem Thema 4.0, Digitalisierung 4.0 näher zu treten. Sie haben einen 10-Punkte-Plan dafür aufgelegt und ich möchte einiges aus dem 10-Punkte-Plan herausgreifen. Wenn es um das Zentrum in Garching geht, dann ist es aus unserer Sicht so, dazu wurde alles schon in einer Pressekonferenz veröffentlicht. Es ist im Prinzip ein Stück weit auch eine Konzentration wieder auf München. Es ist bekannt, was Sie dort tun wollen. In Ihrem Bericht oder in Ihrer Regierungserklärung gehen Sie dann auf Würzburg und Erlangen ein. Dort gibt es die Zentren schon lange, das ist alles schon Bestand. Viel von Ihren Gründungen in der Fläche ist alles Zukunftsmusik, nichts zu spüren davon. Und wenn Sie davon sprechen, dass Sie im Zusammenhang mit Mobilität und Digitalisierung hier dieses autonome Fahren in Bayern voranbringen wollen, dann will ich Ihnen ein Beispiel bringen. Wenn man autonomes Fahren in der Digitalisierung 4.0 hier die Vorreiterrolle übernehmen will, dann muss ich Ihnen sagen, wir haben 500 Millionen mit dem Land Sachsen zusammen für eine Teststrecke für die E-Mobilität investiert. Dort wurden Elektrotankstellen zwischen München und Leipzig errichtet. Ich selbst habe mit dem E-Mobil diese Tankstellen selbst befahren. Und ich kann Ihnen einen Bericht für die Situation in Bayern geben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Erste Tankstelle steht in Ingolstadt. Tankstelle in Ingolstadt angefahren. System zeigt an, out of order, also System nicht online. Ich bin der Meinung, es ist richtig, wenn wir in die Digitalisierung 4.0 einsteigen. Wenn wir nämlich 1 Million Elektrofahrzeuge auf die Straße bringen sollen, dann sollte zumindest die Software in der Tankstelle funktionieren, weil ich konnte als Fahrer dort schon mal nicht tanken. Dann musste ich mir einen Fahrzeughändler in der Stadt suchen, der mir großzügigerweise bei mehreren Tassen Kaffee Strom gespendet hat. Die Reise geht weiter. Nächste Station, Elektrotankstelle, ungefähr 90 Kilometer weiter, steht in Lauf. Ich habe die nächste Tankstelle in Lauf angefahren, Schnellladestation eingesteckt. Über den SMS-Code können Sie dort Strom zapfen. Nach einer Minute sagt die Tankstelle: Systemfehler, Ende. Ich rufe die Notfall-Hotline an. Die Notfall-Hotline berichtet mir, dass Sie mir nicht helfen können. Der Systemfehler ist nicht behebbar.
Mein freundlicher Autohändler, der in Lauf wohnt, ist von zu Hause wieder hergefahren und hat mir Strom in seinem Autohaus gegeben. So viel zur Digitalisierung 4.0. Bedienungsfehler. Hey, Herr Kreuzer, ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, wenn Sie diese Tankstellen aufsuchen. Ich bin der Meinung, wenn wir als Freistaat dort mit einem, sage ich mal, berechtigten Aufwand dieses Thema angehen, dann muss auch für die Kunden und für den Nutzer muss gewährleistet sein, dass er dort mobil bleiben kann. Sie sprechen in Ihrem zweiten Thema von dem Thema Bildung und Digitalisierung. Völlig berechtigt, Digitalisierung und Bildung ein Zukunftsthema. Aber ich frage mich, ob Sie es als Wirtschaftsministerin wirklich entscheiden können. Es ist doch Zuständigkeit eigentlich des Bildungsministers und des Bildungsministeriums. Von daher, guter Vorschlag, aber ich würde mal sagen, andere Zuständigkeit. Und solange man aus meiner Sicht mit einem Schulbauprogramm in dem realen Neubau aus den 90er Jahren begegnet, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie haben ein Schulbauprogramm immer noch am Laufen, das aus den 90er Jahren stammt. Und dem wollen Sie gegenüber die Digitalisierung und die neuen Unterrichtsmethoden stellen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann bitte überarbeiten Sie das Schulbauprogramm, denn veränderte Unterrichtsmethoden werden auch dann erst der Digitalisierung gerecht werden. Und so kommen wir in dem Thema nicht voran. Bayern und Gründerland. Gründerland in New Economy. Da muss ich Ihnen Zahlen bringen, die leider nicht dafür sprechen, dass wir hier in der Champions League spielen. Gründerquote pro 1000 Einwohner, liebe Kolleginnen und Kollegen. Berlin 6 pro 1000 Einwohner in den Gründungen, Bayern oder München 3,8. Wir hinken in der Gründerquote eben hinterher. Und von daher ist es richtig und wichtig, dass wir da ansetzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen in der CSU, Sie sitzen in Berlin in der Regierung. Sie haben davon gesprochen, dass Sie Wagniskarl steuerlich absetzbar machen. Haben Sie leider nicht umgesetzt. Damit würden wir einen großen Schritt vorankommen, ohne dass wir überhaupt erst mal Geld anfassen müssten. Aber Sie schaffen es nicht. Leider wieder einmal die Absetzbarkeit, lieber Kollege Blume, angesprochen worden, aber in Berlin halt wieder nicht umgesetzt. Die Kollegin Karl hat vom Wagniskapital gesprochen. Das waren die Zahlen der letzten Jahre, die aktuellen Zahlen sehen etwas anders aus. Sie haben in Berlin momentan eine Quote von 140 Millionen. Sie haben in Bayern 50 Millionen Wagniskapital. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, bei 140 Millionen in Berlin Wagniskapital ist es bezogen auf 3,5 Millionen Einwohner. Wir haben in Bayern 12,5 Millionen Einwohner und haben hier nur Wagniskapital von 12,5 Millionen. Von daher ist es wichtig, dass wir endlich hier nachholen und nicht in Silicon Valley oder nach Tel Aviv schauen, sondern wir müssen allein schauen, dass wir in Bayern dort eine Attraktivität schaffen, die wirklich Wagniskapital nach Bayern bringt. Dieses Thema mit der internationalen Darstellung Bayerns auf Messen in der Auslandsrepräsentanz bei Invest in Bavaria. Liebe Frau Aigner, all das gibt es. Es ist im Prinzip keine Neuerung. Ich hatte fast ein bisschen den Eindruck, das ist ein bisschen der Lückenfüller in Ihrem 10-Punkte-Programm, dass 10 Punkte daraus werden. Das Thema digitale Strategie für jeden Betrieb. Das halten wir für einen interessanten Ansatz. Da glauben wir auch, dass bei Handwerk Digital, bei der digitalen Einkaufsstadt Bayern und beim digitalen Marketing im Tourismusbereich wirklich Ansätze, Möglichkeiten bestehen. Dort bleibt es ja dann zu sehen jetzt, was aus dieser Idee wird, wo Sie in diese Richtung gehen wollen. Das zweite Thema, das Sie dann in Ihrem 10-Punkte-Programm haben, ist Umbau der Technologieförderung hin zu Schnittstellen. Ich habe das so verstanden, dass es darum geht, im Prinzip am Ende, Kollege Blume hat es auch angesprochen, eine komplette Dienstleistungskette zu betrachten und am Ende durch die Digitalisierung es zu schaffen, dass ich im Prinzip am Ende einen ganzen Lebenszyklus, eine ganze Dienstleistung als Beispiel für das Handwerk, dass nicht mehr im Prinzip der Handwerker eine einzelne Maschine kaufen muss, um ein Loch in die Wand zu dübeln, sondern er verkauft im Prinzip die Firma, der Hersteller dieser Maschinen
verkauft im Prinzip das Loch direkt und die ganze Serviceleistung dahinter ist digitalisiert. Das sehen wir als Zukunftsschritt und als wichtigen Schritt für die Zukunft und für die Dienstleistung. Sie haben angesprochen das Thema Schlaglöcher auf den Datenautobahnen. Habe ich ein bisschen auch als Seitenhieb vielleicht an den Kollegen Söder verstanden, dass man da oder dass Sie da noch nachlegen wollen. Bei der Datenautobahn, und da kann man wieder ganz konkret werden, weil der Kollege Blume immer davon spricht, was die Zukunftsaufgabe ist. Ja, Kollege Blume, die Zukunftsaufgabe bei der Umsetzung des Breitbandprogramms, da muss ich sagen, wir haben 5 Jahre lang Ihnen vorgehalten, dass Sie nicht in der Lage sind, das Thema Breitband als Volksversorgung anzusehen. Sie haben 5 Jahre gebraucht, dass Sie es verstanden haben, dass es eine Frage der Daseinsvorsorge ist, jeden Haushalt mit schnellem Internet zu versorgen. Und da muss ich sagen, da bin ich ja froh drüber, dass Sie es nach 5 Jahren endlich verstanden haben und ein Programm aufgelegt haben, damit wir dem Thema näher kommen. Aber wir als Freie Wähler haben Sie immer aufgefordert, das Thema anders zu lösen, und zwar Fiber to the Curb. Wir sind im Bayerischen Landtag, also im Prinzip eine Glasfaserleitung erstmal in jeden Kupferverzweiger. Und das wäre der richtige Ansatz. Wir haben heute nach wie vor das Problem, dass in Ihrem jetzigen Breitbandprogramm, und liebe Kolleginnen und Kollegen, hören Sie sich das an, doch? Wir haben momentan das Problem, dass die Flächengemeinden genauso betrachtet werden wie zentralörtliche Gemeinden. Und im Prinzip ist es so, dass in Ihrem Förderprogramm am Ende die kommunale Ebene entscheiden muss, welche Gemeindenteile lasse ich weg, welche Haushalte versorge ich nicht. Und es ist nicht so, dass Sie die zentralörtlichen Gemeinden, die Flächengemeinden, Sie haben sie immer noch nicht in Ihrem Programm aufgenommen. Und ich verstehe gar nicht, wieso das so kompliziert ist. Es ist halt mal so, dass Bayern ein Flächenland ist und wir haben Gemeinden mit 25 Ortsteilen bei gleicher Einwohnerzahl wie Gemeinden mit einem Ortsteil oder mit einem Ortsteil. Und solange Sie die... Ja, ist aber so. Liebe Kollege Rudroff, das ist so. Dann fragen Sie doch Ihre Gemeinden ab. Also dann werden Sie es doch bei sich in Bamberg auch merken. Dann... Ja, wunderbar. Dann das Nächste. Sie haben im Ministerium es eisern verhindert, dass es eine interkommunale Zusammenarbeit gibt. Diese interkommunale Zusammenarbeit im Breitbandausbau beschränkt sich auf 50.000 Euro. Wir wollen, dass die Kommunen, die sich zusammenschließen, den Betrag, der ihnen zugesichert wurde, auch in die Digitalisierung investieren können. Und Kollege Blume, zu sagen, 30 Mbit aufwärts, wissen Sie, was passiert mit allen Kommunen, die im ersten Förderprogramm waren? Alle Kommunen, die im ersten Förderprogramm teilgenommen haben, viel eigenes Geld vielleicht schon angefasst haben, die haben heute eine Versorgung über 30 Mbit und die fallen aus ihrem Förderprogramm raus. Also im Prinzip ist alle die in der ersten Schließung dabei waren, haben heute nach dem jetzigen Ausgestaltung keine Chance mehr, an dem Digitalisierungswettbewerb teilzunehmen. Sprich, sie haben die Kommunen, die im ersten Schritt aktiv waren, herausgenommen. Also sprich auch da, das ist aber so, dann lesen Sie Ihr Programm und fragen Sie die Gemeinden. Wenn man aus München nicht rauskommt, dann kriegt man das auch nicht mit. Und Kollege Blume, um dem Ganzen noch eins draufzusetzen, wenn Sie als Gemeinde heute ein Schreiben von Ihrem Telekommunikationsbetreiber kriegen, wenn der Gemeinderat, die Bürgermeisterin, der Bürgermeister ein Schreiben kriegt, darinnen steht, dass die Kommune, dass der Telekommunikationsbetreiber eigenwirtschaftlich ausbaut. Wissen Sie, was das bedeutet? Sie können Ihren Förderscheck komplett eintüten, können ihn ans Ministerium zurückschicken und die Geschichte hat sich erledigt. Weil in dem Moment, wo der Telekommunikationsbetreiber eigenwirtschaftlichen Ausbau ankündigt, ist die Förderung nicht mehr möglich. Ja, Sie sagen gut, gut. Wissen Sie, was das bedeutet? Die Telekommunikationsbetreiber gehen keinen notariellen Vertrag ein. Die schreiben Ihnen auf ein Blatt Papier, dass Sie sie ausbauen wollen. Wenn Sie das in 3 Jahren nicht getan haben, haben halt die Kommunen Pech gehabt. Sollte der Fördertopf leer sein, sage ich Ihnen jetzt voraus, werden diese Kommunen alle in die Röhre schauen. Also sprich, dann sorgen Sie dafür, dass die Kommunen, bei denen Telekommunikationsbetreiber eigenwirtschaftlichen Ausbau anzeigen, dann über eine notarielle Besicherung auch wirklich diesen Ausbau zeitnah umgehend umgesetzt kriegen, weil sonst ist es keine Breitbandversorgung für Bayern. Es ist halt so. Das ist vielleicht jetzt für Sie, man spricht immer von der großen Digitalisierung 4.0, das ist im Prinzip Handwerk, ja? Aber im Handwerk, da wollen Sie sich dann halt letztendlich danach nicht bemühen, weil damit kann man nicht glänzen. Sie sprechen von dem großen Thema Datensicherheit.
Jetzt muss ich mich schon fragen, also ich halte Datensicherheit für extrem wichtig und das ist heute in mehreren Debatten angesprochen worden, was es bedeutet, wenn Unternehmen bespäht und ausgespitzelt werden. Jetzt muss ich mich fragen, wenn wir in Deutschland die NSA mit Hilfe unseres Bundesnachrichtendienstes mit Schlüsselwörtern deutsche Unternehmen ausspitzelt, dann ist es schon fast eine Ironie. Und das ohne, dass es das Parlament weiß, ohne dass es das parlamentarische Kontrollgremium weiß. Da muss ich schon sagen, wir müssen hier Geld investieren, damit wir unsere Unternehmen schützen. Und der Bundesnachrichten unterstützt die NSA zur Ausspitzelung unserer Unternehmen. Das ist ja eine Perversion an sich eigentlich. Sie haben angesprochen, dass wir einen einheitlichen digitalen Binnenmarkt in der EU schaffen sollen. Ich bin der Meinung, dass wir, wenn wir viele der Szenarien, die wir auf der europäischen Ebene geregelt und gelöst haben, uns anschauen, dann glaube ich nicht, dass wir unbedingt die europäische Ebene als Maßstab hernehmen sollen für einen einheitlichen Standard. Ich glaube, dass es da wichtiger wäre, dass wir in Ihrer Initiative eher einen Weg gehen, dort selbst initiativ zu werden und selbst dem Thema vertrauen sollten und weniger der Europäischen Union, weil, wie gesagt, da werden wir lange warten und ob die Standards dann unseren Standards entsprechen, das wage ich sehr zu bezweifeln. Sehr geehrte Frau Staatsministerin, vieles in Ihrer Rede bleibt aus unserer Sicht als Freie Wähler in der digitalen Wolke. Das Thema hat viel Spannendes, handwerklich gibt es viel Handlungsbedarf aus unserer Sicht. Wie gesagt, vieles in der digitalen Wolke. Und ich glaube, der Bayerische Landtag, alle, wie wir hier sitzen, wir könnten mit gutem Beispiel vorangehen. Wir schaffen es nicht im Landtag, ein freies WLAN für unsere Bürgerinnen und Bürger umzusetzen. Das ist ein einfacher und logischer Schritt in Richtung Kommunikation und Digitalisierung. Also setzen Sie sich, liebe Kolleginnen und Kollegen, dafür ein, dass wir es hinbringen, dass auch unser Landtag für alle Nutzerinnen und Nutzer diese Serviceeinrichtung zur Verfügung stellt. Danke für die Aufmerksamkeit.